So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und der Feuerkelch. Wir widmen uns heute der dritten trimagischen Aufgabe, nämlich dem Labyrinth. Finde ich im Film eine sehr, sehr coole Aufgabe. Ich könnte mich jetzt auch gar nicht entscheiden, welche Aufgabe ich am coolsten fand. Natürlich der Drache. Der Drache halt hat aber auch so ein, wie soll man sagen, so ein, wer findet nicht Drachen cool? Ja, der hat so ein bisschen so ein, wie soll man das sagen? Ist auch ein bisschen unfair, wenn man sagen würde, der Drache, weil natürlich ist ein Drache cool, der jagt einen rund um Schloss Hogwarts, man ist auf dem Besen, zum allerersten Mal benutzt man seinen Besen nicht zum Quidditch-Spielen auf dem Training, es ist cool. Aber der See ist halt auch cool und das Level, welches wir in der letzten Folge hatten im See, fand ich auch gut umgesetzt, nicht perfekt, aber auch ordentlich. Generell die trimagischen Aufgabenlevel, das war bisher echt das Highlight des Spiels, der Rest war eher wirklich unter, weit unter dem Durchschnitt, würde ich sagen. Deswegen gehen wir jetzt mal ins Labyrinth. Den Pokal hat Professor Moody bereits heute Abend im Labyrinth aufgestellt. Nur er weiß, wo er sich befindet. Champions, haltet euch bereit! Okay, und oh ja, man kann hier verschiedene Wege aufsammeln. Das ist schon mal ganz cool. Ich höre den Durmstrang-Kerl. Ja, und das war cool im Film, als er diese Ranken immer so an sich gezogen haben. Man läuft hier quasi durch dieses Labyrinth, hat so ein bisschen View, wo es ungefähr lang geht, aber auch nicht viel. Das war natürlich im Film eine ganz krasse Szene. Das war ja richtig dunkel, neblig. Keiner hat irgendwas gesehen. Dann war mit diesem Durmstrang-Typen auch irgendwas nicht ganz koscher. Okay, dann bin ich mal gespannt. Auch hier gibt es ein Zeitlimit. Alle drei Aufgaben haben ein Zeitlimit. Kann auch sein, dass das im Film ein Thema war, die Zeit. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Sonst wüsste ich nicht ganz genau, warum man das hier eingefügt hat. Stellt euch mal vor, in diesem Spiel gäbe es Sammelkarten quasi wirklich zum Sammeln. Hier kann man sie immer kaufen. Aber stell euch mal vor, die gibt's hier, so wie in den Vorgängerspielen. Und man könnte hier alles Mögliche verpassen. Ach, was ist das denn für ein Mistvieh? Ah, ey! War doch schon weg. So. Okay. Ich würde sagen, rechts lang. Oh, das könnte echt interessant werden, ob wir den Weg finden. Vielleicht geht's auch nur da lang. Okay, der eine hat krasse Zaubersprüche drauf. Harry! Oh. Lauf! Okay, oh! Autsch! Man muss vor diesen gefährlichen Ranken abhauen. So, jetzt links oder rechts? Keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall Bohnen. Die sind aber auch berstige Dornenecken. Ist cool gemacht. Oh, und dann von rechts. Ja, das ist so ein bisschen wie im Film. Das Level ist cool gemacht. So, jetzt gehen wir mal auf die Seite. Ja, man sieht immer so ein bisschen, ob es Bohnen gibt. Aber ich glaube, es macht nicht den Unterschied. Ich glaube, man kommt immer irgendwie ans Ziel. Sonst wäre es ja auch ein bisschen fies. Weil, woher soll man das wissen? So, jetzt, was sagt ihr? Vielleicht links? Ja, da wurde uns nämlich die Sicht versperrt. Hätte ich jetzt mal gesagt, das haben die extra gemacht. Läuft! Links nochmal. Aber wie gesagt, ich glaube, man kommt jeweils auf beiden Seiten immer durch. Oder? Fies.
Okay, was können wir machen? Oh nein, zwei auch noch. Wingardium Leviosa. Ich meine, einer war schon zu dritt schwierig, jetzt müssen wir zwei alleine bewältigen. Oh nein. Oh, man kann ihn in die Dornen jagen und das tut ihn sogar weh. Okay. Fuck, das hat gut reingescheppert. Ey, der drückt mich hier rein. Hallo. Schon gedacht, jetzt wär's das gewesen. Alleine kriegt man die halt nicht mit Wingardium Leviosa. Okay, ich weiß aber auch nicht, wie wir es sonst immer gemacht haben. Ich sag mal einfach löschen. Okay, der charge gleich. Müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Fuck. Das war eng. Oh fuck. Warum chargen die so oft? Wingardium Leviosa. Ich weiß nicht, ob die Steine überhaupt was bringen. Bringt halt nichts alleine. Können wir Cedric da nicht irgendwie so befreien, dass er uns hilft gegen die? Nee. Ich muss sie irgendwie in die Dornen locken. Guck mal, wenn ich so mache. Ja, perfekt. Jetzt blocken die sich gegenseitig. Ah, jetzt doch. Autsch. Ja, mein Problem. Ja, mit ihm kann ich halt nichts machen. Und einfach so Flüche draufhämmern, geht das? Ah ne, die reflektieren wieder. Ich glaube, wenn die so verwirrt sind, dann nicht. Ah, jetzt. Okay. Verstehe. Man muss sie betäuben oder irgendwie kurz aus der Fassung bringen. Komm, guck mal. Ja. Jawohl. Ah, perfekt. Ja, ich habe noch 4 Leben und weiß absolut nicht, wie ich die klein kriegen soll. Dass es auch keinen Heiltrank gibt. Das habe ich aber auch schon am dritten nicht verstanden. Vielleicht hitten die ja doch. Oh. Na, perfekt. Ist blöd. Harry!
Alright. Ja, wir sind jetzt ein bisschen schlauer. Leider wird die Zeit... Ah, das ist immer fies mit der Zeit in diesen Dingern. Na gut, beim Drachen ging es ja noch. Bin ich? Ach, Mensch. Ah, perfekt. Nein, geh weg. Bringt das nichts, wenn man einfach rein spammt? Ich schätze, man muss hinten, wo die nicht gepanzert sind, da muss man die Flüche reinjagen. Das könnte was bringen. Dass ich auch immer zu zweit reinchargen müssen. Ja! Ja! Aha. Na los. Nimm ihn. Wir beide. Bronze, okay. Nicht schlecht. Okay, okay. Dann lasst uns ins letzte Level gehen. Voldemort. Denn, wie wir ja wissen, dieser Pokal war kein Pokal, sondern ein Portschlüssel, manipuliert von einem der Anhänger Voldemorts, um ihn direkt zu ihm zu befördern, beziehungsweise besser gesagt zu dem, was von ihm noch übrig ist. Cedric, lauf zum Pokal zurück! Sofort! Ich lass dich nicht im Stich! Töte den Überflüssigen! Nein! Avada Kedavra! Harry Potter. Der Junge, der überlebte. Ich werde dich vernichten. Lucio! Okay. Und es geht... Komm schon, Harry! Zeig mir, welche Schuljungenzauber du im Ärmel hast! Gegen den dunklen Lord. Zum zweiten Mal nach der Stein der Weißen. Allerdings ist dieser Voldemort ein etwas anderer. Oh. Skelette werfen? Wingardium Leviosa! Oh, gut gemacht, Harry, wenn dich Dumbledore jetzt nur sehen könnte. Aha, okay. Voldemort hat einen deutlich anderen Sprecher in dem Spiel wie in den Filmen. Komm raus, Harry. Ein bisschen verwirrend. Deine Eltern wären stolz auf dich. Man kriegt ja aber wenigstens ein bisschen Leben geschenkt. Was man ja... Ich dachte, du wüsstest, wie man sich duelliert. Nicht über alle Level sagen kann. Du musst dich schon mehr anstrengen, Harry. Ach, Harry, ist das alles, was du kannst? Der Friedhof war natürlich auch krass. Und im Hintergrund sehen wir das Riddle-Haus. In dem hat der Film angefangen. Und es scheint ja auch tatsächlich das Haus von Voldemorts ursprünglicher Familie zu sein. Wir haben ja gehört, dass alle seine Familienmitglieder auf mysteriöse Weise gestorben sind. Da kenne ich mich auch gar nicht mehr so gut aus. Harry, deine Eltern wären stolz auf dich. Genau, Harry. Zaubere deine Schuljungen-Zauber. Das ist nicht leicht, Harry. Was sollen wir denn sonst machen? Ah, vielleicht... Dinger mal auf ihn draufhauen. Na, oder auch nicht. Schön, deine Muggelmutter wäre stolz auf dich. Nein! Ich will sehen, wie das Leuchten aus deinen Augen schwindet. Avada Kedavra! Meliamus! Oh. Was soll ich machen?
gehört mir! Das war aber schon krass, dass Harry wirklich als Viertklässler diesen Todesfluch kontern konnte mit Expelliarmus. Das war. Also, das fand ich auch eine krasse Szene. Ich weiß gar nicht, kämpft Harry dann nochmal gegen Voldemort? Bis auf. Ich meine, jetzt klar, ganz am Ende? Weil das war schon eine coole Szene. Autsch. Warum soll ich nur die Skelette aus dem Weg räumen? Oh, warum spawnen auch so viele? Beuge dich dem Tod, Harry! Das ist einfach mal der Grabstein seines eigenen Vaters, den er da auf uns wirft. Ja, was auch immer das Ding da soll. Autsch! Wow. Deine Mutter kann dir jetzt nicht helfen, Harry! Autsch. Du willst doch nicht, dass ich das nochmal mache. Ich hab gedacht, der haut sich dann selbst einen rein. Was sollen wir denn mit dem Ding machen? In den Energiestrahl werfen? Ja, perfekt. Läuft nicht gut. Das mit dem Energiestrahl und dass man dann aber auch gleichzeitig selbst läuft. Fasst ihn nicht an! Ich sehe auch gar keine Todesser. Wo sind die alle? Ah, Mist. Ich weiß auch nicht, manchmal. Komm schon, Harry! Zeig mir, welche Schuljungenzauber du im Ärmel hast! Okay. Das war klar. Die kann man einfach werfen. Wingardium Leviosa! Aber ich weiß noch, die Szene habe ich im Kino sogar gesehen. Also im vierten Film habe ich generell im Kino gesehen. Das war schon eine krasse Szene. So. Ja. Aber die muss man aber auch weit wegwerfen. Also mal zerschellen. Du kannst dich nicht verstecken, Harry! Oh ne. Guter Hintergrund auf jeden Fall, aber ich habe so ein bisschen die Frage, wo die Todesser sind. Die könnten sie, doch einfach hier irgendwo hinstellen können. Deine Muggelmutter wäre stolz auf dich. Nein! Ich will sehen, wie das Leuchten aus deinen Augen schwindet. So, und jetzt wird's nervig. Alright. Meister, sag uns, was wir tun sollen. Das Ding ist halt, man steuert irgendwie sowohl Harry als auch diesen Feuerstrahl. Das macht die Steuerung super kompliziert. Oder, ja, perfekt. Oder man kriegt dann... Ey, manchmal gehen die dann trotzdem nicht kaputt. Man muss es halt echt so ein bisschen im Kreis führen. Beuge dich dem Tod, Harry! Right. Was sollen wir tun?
jetzt die Frage, was macht man? Eine kleine Pause. Das hat wehgetan. Ist man ja eigentlich safe? Ich glaube, hier ist man safe. Ja, hier scheint man relativ safe zu sein. Was sollen wir tun, Meister? Beuge dich dem Tod, Harry. Okay, wenn man hier stehen bleibt. Einfach warten, abdriften und dann das Ding reinzimmern. Ja, ist leider halt echt die Steuerung ein bisschen blöd. Aber hier kriege ich zumindest nicht so viel Damage. Zack. Heißt das, du hast keine Lust mehr auf das Duell, Harry? Naja, aber dein Trick funktioniert nicht. Du bist unser Duell schon leid? Ah, so ein bisschen. Autsch. Jetzt, endlich. Ich kann ihn nicht sehen. Accio! Betäubt ihn! Harry! Harry! Er ist zurück. Voldemort ist zurück. In dunklen und schwierigen Zeiten muss man entscheiden zwischen dem, was richtig ist und was bequem. Solltest du je zaudern, denk an Cedric Diggory. Ein Junge, der gut war und mutig. Und freundlich. Ganz egal, wie überzeugend du erzählst, was heute Nacht geschehen ist, kaum einer wird dir glauben, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Aber erzähl, was du erzählen musst. Okay, das war's. Harry Potter und der Feuerkelch auf dem PC. Ein würdiges Ende auf jeden Fall. Eine schöne letzte Cutscene oder so wie halt in diesem Spiel die Cutscenes gehandelt wurden. Schönes Voice-Over nochmal von Dumbledore. Und auch einer meiner Lieblingszitate aus Harry Potter. Irgendwann muss man sich entscheiden zwischen dem, ich glaube, was einfach ist und dem, was richtig ist, ist das Original, zumindest aus dem Film. Das Spiel hat bei mir aber im Gesamten, und das hat man sicherlich auch schon bei dem einen oder anderen rausgehört, wirklich nicht den Charme der ersten drei Spiele getroffen. Und es hat auch all das, was es neu gemacht hat, eher schlechter gemacht als die Vorgänger. Und das in so fast jeder Disziplin. Grundsätzlich gibt es hier keine Open World. Es gibt zwar diese größeren Level-Passagen, aber die dienen dazu, diese trimagischen Schilde einzusammeln, die man eigentlich gar nicht braucht und die völlig überflüssig sind in der eigentlichen Geschichte. Hier aber essentieller Bestandteil, um ins nächste Level zu kommen. Und das ist super nervig, habe ich euch auch schon erklärt. Man kann auch nicht mehrere in einem Level. Immer wenn man eins einsammelt, wird man wieder ins Menü gezogen, muss neu starten das Level und so weiter. Das ist super nervig. Kräuterkunde als Story-Level hat mich absolut zur Weißglut getrieben. Das war ein super schlechtes Level, ein super nerviges Level. Es gibt super dumme Gegner, diese ganzen Echsen und Wichte und Feuersalamander und vor allem diese fetten Bienen, Hummeln, Fliegen, was es auch am Ende war. Mann, das war echt nervig. Man ist auch ziemlich schwach in dem Spiel, so von den Zaubern. Man kann nicht mal sowas wegholzen. Ja, das Spiel ist halt auch ziemlich haut drauf. Es ist nicht mehr so feine Rätselkunst, wie das noch in den vorherigen Spielen war. Und es gibt ein paar Highlights. Also gerade jetzt das Seelevel oder vor allem das Drachenlevel, ich glaube, das ist der Kaufgrund. Oder das hat man sich auch damals in die Trailer geschnitten und jeder hat sich gedacht, oh geil, ich kann dieses Drachenlevel selbst spielen. In so einer Art Parcours, wie man das schon von den Seidenschnabel-Rätseln hat. Und das war auch cool. Das Drachenlevel, da lasse ich nichts drauf kommen. Das Einzige, was da echt nicht gut war, war die Zeit. Es hätte deutlich länger sein dürfen oder ein bisschen abwechslungsreicher. Das Seelevel fand ich auch sehr gut, sehr ordentlich. Ein bisschen zu viel dann Gegnerwellen.
Das Labyrinth-Level war auf jeden Fall der schwächste von den drei trimagischen Aufgaben, weil man per se halt einfach durchläuft und das ist so ein bisschen wie dieses Renn weg von dem Troll in der Stein der Weißen. Ist nicht perfekt, aber die trimagischen Aufgaben, die drei Level sind in Ordnung. Alles andere an diesem Spiel, abseits von den trimagischen Aufgaben, ist wirklich schlechtes, unnötiges und wirklich, wirklich benutzerunfreundliches Leveldesign. Die Mechaniken funktionieren einfach nicht so gut und ich habe es auf Controller gespielt. Das wurde mir wärmstens ans Herz gelegt und selbst da war die Steuerung echt, naja, ihr habt es ja gesehen, wirklich nicht gut. Also das dann noch auf, ihr habt es ja gesehen, das Spiel hat ja immer angezeigt, welche Taste man eigentlich drücken soll. Also irgendwie musste man immer S und C und, keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Das Spiel ist sehr merkwürdig, Maus funktioniert wohl auch gar nicht, ist grafisch auch echt nicht so super gewesen. Also klar, es ist grafisch, kann man sagen, mehr 3D wie die vorherigen Spiele. Es ist in einer gewissen Hinsicht vielleicht auch ein Upgrade, aber es ist halt einfach eine andere Stilrichtung, habe ich so das Gefühl. Und der Stil hat mir nicht so gefallen. Ja, und dann kommen wir auch wieder ins Hauptmenü. Sehr schade, weil der Feuerkelch, habe ich euch schon erzählt, ist wirklich einer meiner drei Lieblingsfilme. Manchmal, an guten Tagen ist er mein Lieblingsfilm, an schlechten Tagen ist er nur mein drittliebster Harry Potter Film. Also nicht Lieblingsfilm von allen Filmen, sondern Lieblingsfilm von den Harry Potter Filmen, ja. Nicht bester Film aller Zeiten, ja, das nicht. Aber Harry Potter und der Feuerkelch ist schon sowohl das Buch, ich lese es auch gerade, freue mich auch immer wieder, wie viel mehr das Buch immer im Gegensatz auch zum Film bietet. Also logischerweise. Aber das ist halt sehr schade, weil der Feuerkelch ist schon so mein Favorite bei so vielen Sachen. Und er ist leider ja nicht gut umgesetzt als Spiel. Also er ist wirklich schäbig umgesetzt. Man hat keine Open World, wie gesagt. Die Level sind auch eher so actionmäßig. Naja, es ist halt nicht so dieses Erkundungsspiel, dass man durch Hogwarts läuft, Rätsel erkundet, Geheimgänge erkundet und da so ein bisschen dann seine Quests sich sucht. Wie das halt in der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens und schon weniger, aber immer noch genug in der Gefangene von Azkaban war. Und ich würde tatsächlich sagen, von den 5 bisher gespielten Harry Potter Spielen kommt es bei mir auf den letzten Platz. Jetzt hör doch mal auf, mir dieses blöde Intro vorzuschlagen. Ist aktuell letzter Platz. Wie gesagt, beim nächsten Mal sehen wir dann Der Orden des Phönix. Ein Spiel, welches ich schon durchgespielt habe. Und bei dem kann ich euch ganz klar sagen, der wird's wieder besser. Das ist wirklich wieder Erkundung. Man hat Hogwarts. Wirklich eine sehr gute Umsetzung. Für mich sogar mit die beste Umsetzung aller Harry Potter Spiele, was Hogwarts angeht. Sehr cool. Freue ich mich sehr drauf. Habe ich sehr genossen. Und dann bin ich mal gespannt. Dann haben wir noch 3 Spiele, mit denen ich noch gar nichts zu tun hatte. Und das sind Der Halbblutprinz und die 2 Spiele für die Heiligtümer des Todes. Jetzt reicht's aber auch mal hier mit diesem Intro. Gut. Wie gesagt, hat mir nicht so gut gefallen. Das Spiel ist wirklich, bin froh, dass das Let's Play vorbei ist, um ehrlich zu sein. Das hatte ich noch nicht bei den Harry Potter Spielen, aber bei dem muss ich leider sagen. Vielleicht war die PlayStation Xbox Version besser, anders, ich weiß es nicht. Ich kann mich aber erinnern, ich glaube, mit der Feuerkelch fing man an, die Version nicht mehr ganz so unterschiedlich zu gestalten. Da waren die Unterschiede, glaube ich, ein bisschen geringer wie bei den 3 vorherigen Spielen. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Let's Play trotzdem gefallen. Vielleicht kennen ja auch einige das Spiel auch nicht und haben durch das Let's Play das wieder so ein bisschen entdecken können. So, und bevor dieses Intro jetzt nochmal reinhaut, wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Liken, kommentieren nicht vergessen, wenn euch die letzte Folge von Harry Potter und der Feuerkelch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Harry Potter. Abonniert den Kanal gerne und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr das nicht verpasst. Bis dahin, ciao.